Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite V2 hier in Schnuppis Playground. Wie bereits angekündigt, mache ich noch ein kleines Special. Und zwar gibt es hier unter den Herausforderungsmodus habe ich noch einen Spielmodus gefunden, der sich DLC nennt. Dadurch habe ich halt eine besondere Mission noch freigeschaltet, die aber komischerweise ein bisschen buggy ist. Ja, töte den deutschen Oberbefehlshaber. Kurzversion. Wer möchte, kann jetzt gerne das Video pausieren und sich diesen Text noch angucken. Ich habe mir den eben schon durchgelesen. Auf Englisch komplett vorlesen wollte ich ihn jetzt nicht. Deswegen steige ich erstmal ins Spiel ein. Diese Sprachausgabe, die man aus dem vorigen Let's Play kannte, fehlt leider. Und hier habe ich schon mal kurz geguckt, weil ich kann leider nicht die Gegner markieren. Das ist ein weiterer Bug in diesem DLC. Ich dachte, ich zeige ihn trotzdem mal. Und ja, soweit habe ich schon gespielt. Dann habe ich gedacht, machst du mal lieber aus und guckst, ja, wie das dann halt im Endeffekt so ablaufen wird. Ja, dementsprechend wollte ich halt blind wieder spielen. Oh, da kommt Schatten auf mich zu. Das hat sich gerade angehört, als ob der irgendwie Spiel mir das Lied vom Tod pfeifen möchte, oder wie das Ding heißt. Ja, das ist natürlich blöd, dass da vorne jemand ankommt. Und dann wahrscheinlich gleich die Leiche sehen wird. Das mache ich nur zum Rausgehen. Ist es wohl jetzt zu spät. Genau. Jetzt hat er sie auch gesehen. Scheint ihn aber nicht er ist hier irgendwo. Sonderlich zu stören. Also er geht zumindest nicht zur Leiche hin. Ach, da ist er schon. Feind da vorne! Töte den Scharfschützen! Komm schon. Ach, verdammt. Ja, geh von der Wand weg. Oh, so viel zu den Bugs. Ja, ich habe hier Q und Leertaste gedrückt. Und er wollte sich einfach nicht von der Wand wegbewegen. Dementsprechend direkt von vorne den ganzen Spaß. So, die ersten beiden zu töten geht ja noch relativ leicht. Ich werde jetzt mal versuchen, nach dem Töten direkt die Leiche auch zu entfernen. Nur noch kurz warten, dass er rauskommt. So, di-du-di-du. Na, wo bleibt er denn? Muss ich mich vielleicht hier vorbewegen? Das ist ein geskriptetes Event, das erst kommt, wenn ich da an der bestimmten Stelle stehe oder sowas. Ach, da ist er ja schon. Geskriptet. Das war auch nicht so die prickelnde Idee. Komm, gut.
aus dem Handgelenk ins Schultergelenk. Findet ihn. Da sieht mich gerade schon wieder jemand durch irgendwelche... Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, da sieht mich schon jemand durch irgendwelche Hindernisse, aber das war Scharfschütze hier. Betonung liegt auf wahr. Ist ja bloß, der fährt jetzt hier los. So. Das war knapp. Knapplich. Aber ging ja nochmal gut. Und der fehlende... Ach, jetzt kommt hier so ein Geräusch. Jetzt, wo es sowieso alles tot ist. Wenn das so ist, gucke ich doch gleich mal, ob ich hier irgendwelche Scharfschützen finde. Ist natürlich nicht der Fall. Ach, da ist aber einer. Also kein Scharfschütze, aber ein Gegner. Nur noch das Toten wiederkommen, was natürlich auch nicht der Fall ist. Das sind sogar drei. Perfekt. Super. Also zwei insgesamt. Drei dann halt. Der doch wieder. Feind da drüben! Na super. Okay. Scheißen wir aufs Toten und schießen auf die Gegners. Scharfschütze in Person, wie immer. Na komm raus da und... Na geht doch auch mal ein Gegner mit einem Schuss, das ist doch mal eine angenehme Abwechslung. Aber einer von denen scheint noch nicht tot zu sein. Ich habe ja nur noch 30 Schuss, dann nehme ich mal lieber die schon mal auf. Dann habe ich nur 2 Schuss, das ist blöder Tausch dafür, dass ich zu wenig Gegner hier habe, die eine Waffe fallen lassen haben. Nicht eine Mauer, hinter der ich mich verstecken kann. Direkt verbunden mit einem kleinen Plätzchen zum Observieren der Umgebung. Der aber nicht viel bringt. Pass auf, Scharfschützen auf.
Die Roten sind ein gerissener Haufen. Gut, dass ich nicht zu den Roten gehöre. Die stehen da hübsch zu zweit. Kann ich auch. Tada. Schade, durch den Shitstone kann ich nicht viel erkennen. Dreh mir halt den Rücken zu. Oh. Alter, stirb halt! Ganzes Magazin. Vorne hätte ich, glaube ich, auch auf die Munition schießen können. Die müsste eigentlich dabei explodieren. Aber egal. Jetzt ist eh zu spät, ich muss in die Richtung, also sprinte ich mal ein bisschen. In der falschen Hoffnung nicht entdeckt zu werden, weil hier noch ein ganzer Trupp ist. Ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da unten diese Secondary-Waffe benutzt. Ach, benutzt das F. Wie man die wechselt, meine ich. Benutzt das F. Aber ich hatte ja sowieso gerade die Granate ausgewählt. Irgendwie scheint dieses Spiel was gegen Leute zu haben, die das Spiel mit Maschinengewehr spielen wollen. Denn Munition dafür ist immer am wenigsten von allen vorhanden. War ich hier hoch? Leise. Ich bin hier am Stöhnen und am Scheppern und der hört gar nichts. Statt ihn zu töten, gucke ich mir halt ein Video an. Ist auch nicht schlecht. Mein Führer, wir laden den Lastkraftwagen jetzt. Applaus für dieses Spiel. Einfach nur genial. Ich will ihn von hinten leise töten. Und die setzen mir hier einen Punkt so, dass ich das Video angucken muss. Und somit von hinten erschossen werde. Halte den Konvoi auf. Ach, da ist ein... Okay. Ein Tankdeckelchen. Ich hoffe, ich treffe ihn jetzt. Ja. Deutschen Oberbefehlshaber, und welcher ist das bitte? Ich werde dich finden.
Hier ist doch niemand. Unglaublich, was für Augen die haben alle. Ich schieße einfach mal auf alles und hoffe, dass der Oberbefehlshaber nicht abhaut, sondern hier mitkämpft. Mist, deckt er sich auch noch. Flupp. Ach, war er das vielleicht sogar schon? Nee, war er nicht. Schade. Ach, da versteckt er sich. Hey, der Punkt hat sich doch gerade bewegt. Meine Güte, können die gut schießen hier auf die Entfernung. Maschinengewehren. Ich treffe nicht mal mit dem Scharfschützengewehr. Obwohl ich liege und die stehen. Ich probiere einfach mal, ob ich jetzt nur genug Leute töten muss, damit er sich aus seinem Versteck raus bewegt. Oder wie sie sich das hier gedacht haben. Denn wenn er die ganze Zeit in der Deckung bleibt und ich beschossen werde dabei, dann bringt mir das wenig. Warheads, da. Jedes Mal, wenn ich auf den ziele, dann versteckt er sich wieder. Hat sich schon wieder bewegt. Also scheint das ja zuzutreffen, dass ich die Leute töten muss dafür. Da ein Explosivbehälter, ja. Die auch darauf schießen können die ganze Zeit, wenn ich ihn treffen würde. Na, geht doch. Ach, der lebt ja immer noch, trotz der Explosion. Ja, da scheint kein Ding sie dran zu sein. Ich hab's heute nicht so mit dem Zielen. Benutze ich halt den Modus. So. Muss ich denn da zielen? So habe ich doch eben schon gezielt. Hm.
habe ich ihn schon mal. Mist, komm raus, wo immer du bist. Geht doch. So, ein bisschen Munition nachtanken. Kann ich ja den LKW damit hochspringen. Für den LKW hat es nicht gereicht, schade. Ach, jetzt hat es sich gerade bewegt und ich habe nicht hingeguckt, da ist super. Ah, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Da. Ich glaube, diese Folge wird echt überlänger, weil ich diese Situation gerade nicht unterbrechen möchte. Ja, und ich weiß, ob danach noch was kommt. Wenn ich jetzt die Typen erledigt habe. Falls ich es noch schaffe. Weil ich das Gefühl habe, dass er sich zu diesem Auto davor arbeitet. Steht schon da so passend. Und er mir dann gleich wegfährt. Und nicht dadurch, dass ich mich um die anderen kümmere, genau. Oh, ja, Mist. Zumindest versteckt er sich dahinter. Feige Sau. Das Glas kann man wohl nicht durchschießen, aber irgendwie steigt auch keiner aus. Es passiert irgendwie so gar nichts mehr. Ach, da ist ein Scharfschütze. Au. Drei Versuche hattest du, jetzt darf ich auch mal. Flupp. Ach, da kommen sie auch schon. Rückgrat mehr. Doppeldeutig. Zu niedrig, zu hoch. Volltreffer. Langsam habe ich das, den Dreh, glaube ich, raus, wie ich schießen muss. Wurde ja auch langsamer Zeit. Keine Ahnung, wie viele Leute ich hier schon erschossen habe. Da komme ich dich. Nein. Scheiße. Die beste Chance, die ich bisher hatte, und ich schieße voll daneben. Das kann zwar nicht sein. Nein, ich sehe da nichts.
Scheiße. Das Ding ist definitiv zu klein gerade. Tja, manchmal kommt es eben doch auf die Größe an. Aber jetzt, wenn der Schuss gelingen würde... Mann, er steht gerade direkt neben dem Führer da. Ich hoffe, die Explosion reicht. Ich hoffe es wirklich. Na, da ist wohl feuerfest. Nein, das kann's doch nicht angehen. Wie oft ich ihn daneben... Gut, das wird jetzt definitiv eine XXL-Folge. Ich mache es, ziehe das einfach durch. Ach, Mist. Und dann seht ihr es halt ein bisschen länger diesmal. Oder guckt es halt nicht an, wenn es zu lang wird. Aber das möchte ich jetzt noch schaffen, ohne da irgendwelche Unterbrechungen reinzukriegen. Ach, da! Habe ich gar nicht gesehen hinter der Wand oder vor der Wand. Wenn das nicht mal Tarnkleidung ist. Bei denen geht das inzwischen relativ gut, aber bei Hitler, den treffe ich nicht. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich einfach keine laufenden Ziele treffe. Da fehlt mir das Auge für. Beziehungsweise die Reflexe. Verdammt. Finde ich aber auch sehr komisch, dass ein explodierender Panzer nicht immer 5 Meter von ihm entfernt ja, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Dass der ihn nicht verletzt. Komm schon. Da habe ich jetzt nicht mal mehr die Umrisse vom Gegner gesehen. Weil das mit dem Zielen immer schlechter wird, wenn es überhaupt noch schlechter ging. Würde ich gerade gerne mit Hitler machen. Wo ist denn der? Ach, da.
Jetzt müsste Hitler rauskommen. Das kann's doch nicht sein. Wie oft soll ich denn noch auf diesen dämlichen Kopf zielen? Damn ich da Pupenkack. Komm schon, ein bisschen schneller hier ranfahren. Hab doch keine Zeit. Wenigstens ging das jetzt auf Anhieb. Auf den Körper zielen bringt gar nichts, da ist er wohl kugelsicher. Ups. Da bin ich versehentlich auf die Maus gekommen. Wobei das auch nicht mehr groß auffällt, zwischen den anderen Schüssen, die ich so abliefer. Wenn ich da mal durchschießen könnte, das wäre cool. Aber nee, das geht ja nicht durch Wände. Durch Stahlhelme geht es, aber nicht durch Wände oder Fahren. Das geht ja. Nee, das ist ja auch unrealistisch. Läuft jetzt oder ist noch einer? Du brauchst keinen Sanitäter, du brauchst schnell tot. Verdammt, ist ja gelaufen und ich hab schon wieder nicht aufgepasst, weil er ewig gebraucht hat, um zu sterben. Das verstehe ich nicht. Dieses Zeichen ist komplett drauf. Das ist direkt auf ihm und ich treffe ihn nicht. Wozu ist das Zeichen denn sonst da, wenn nicht dafür? Ich hatte dieses dämliche rote Zeichen schon die ganze Zeit komplett auf dem Kopf. Sowohl beim Sniper als auch bei Hitler. Trotzdem treffe ich den nie. Das kann's doch nicht sein. Das wären lustigerweise Headshots hier. Ohne richtig zu zielen. Mist. Teilweise sogar ohne die Gegner zu sehen.
Stirb. Kann ich eigentlich wieder runter? Nee. Ich muss das hier drauf beenden. Herrlich. Also dieses Level ist frustrierend. Wenn das ein Bug ist, dass ich ihn nicht treffe, oder wenn die Anzeige einfach falsch ist mit dem roten Ding, dann wäre das richtig ärgerlich. Aber hier klappt's ja auch. Relativ einwandfrei. Na, geht doch. Das wollte ich schon immer mal machen. Da geht er down. Yay, die Schussgenauigkeit will ich gar nicht sehen, deswegen mache ich einfach mal weiter. So, das war die erste Folge meines Specials zu Sniper Elite V2. Es gibt noch bei den Herausforderungsmodus im Herausforderungsdings einen zweiten Modus. Den werde ich auch nochmal die Tage aufnehmen. Und dann ist dieses Projekt auch komplett beendet. Ich hoffe also, ihr schaltet dann auch wieder ein, auch wenn das jetzt nicht so prickelnd war gerade. Naja. Also, bis zur nächsten Folge dann. Bye bye.